Hallo Leute, heute werden wir unglaubliches Streetfood aus der ganzen Welt nachbereiten. Los geht's! Auf koreanischen Märkten schneiden wir einen so ungewöhnlichen Teufelsfisch. Dann wird daraus Hackfleisch gemacht und in verschiedene Füllungen umwickelt. Wie Krabbenstäbchen, Käse, Würstchen und viele weitere verschiedene Belege. Frittiert. Stäbchen in die Hand, mit Ketchup und Senf beträufeln. Es stellt sich heraus, dass es sich hier um ein sehr ungewöhnliches Gericht aus Teufelsfisch handelt. Wir haben es geschafft, diesen ungewöhnlichen Fisch zu kaufen. Seeteufel ist wahrscheinlich der hässlichste Fisch, den ich je gesehen habe. Er hat Stacheln am Körper, sehr scharfe Zähne und auf seinem Kopf ist eine solche Angelrute, für die er seinen zweiten Namen erhielt, der Seeteufel. Er benutzt sie für die Jagd. Ein Teil des Fleisches ist in seinen Wangen. Also machen wir einen Schnitt und reißen die Haut ab. Nun, wir schneiden dieses Stück Fleisch heraus. Dasselbe mit der zweiten Wange. An der Stelle, wo der Kopf endet, machen wir einen weiteren Einschnitt und die Haut abreißen. Nun den Rest des Filets vorsichtig abschneiden. Nehmen wir diesen schwarzen Film. Fertig! Vom Seeteufel haben wir das Fleisch maximal entfernt. Schneiden wir es in kleinere Stücke. Wir brauchen auch Garnelen zum Füllen. Sie sind bereits gekocht, also reißen wir einfach den Kopf ab und entfernen das Chitin. Fertig! Und die letzte Komponente vom Hackfleisch ist Tintenfisch. Wir schieben zunächst nur den Fisch in den Mixer. Wir machen daraus Hackfleisch. Die fertige Füllung in eine Schüssel. Und in den Mixer laden wir Garnelen und Tintenfisch. Wir verfeinern auch. Es gibt eine tolle Hackfleischbasis. Von der Paprika das gesamte Fruchtfleisch abschneiden. Wir schneiden sie zuerst in Streifen. Und dann in sehr kleine Würfel. Jetzt kommt das Hackfleisch. Auch die Frühlingszwiebel fein hacken. Und in eine Schüssel geben. Mischen wir alles mit einem Spatel. Bis die Masse homogen wird. Stärke und Mehl zugeben. Pfeffer. Fügen wir 2 Teelöffel Zucker hinzu und so viel Salz. Was bleibt, das Protein eines Eis hinzuzufügen. Und zum letzten Mal mischen. Jetzt ist die Füllung fertig. Unsere erste Füllung werden Würstchen sein. Für die zweite den Suluguni-Käse in Streifen schneiden. Als dritte Füllung Krabbenstäbchen. Hier kommt es vor allem auf gute und geradlinige Qualität an. Dazu passen Witchy Snow Crab. Also nehmen wir Hackfleisch und legen es auf das Brett. Mit einem Spachtel verteilen. Legen wir die Wurst aus. Wickeln wir sie vorsichtig in die Füllung. Wir decken auch die Kanten ab. Wir wickeln den Suluguni-Käse auf die gleiche Weise ein.
Oh, und Krabbenstäbchen. Fertig. Der Topf auf den Herd. Gießen wir 2 Flaschen Öl hinein. Wir warten, bis alles aufgeheizt ist und hauen das Hackfleisch mit der Füllung hinein. Wir erhalten eine goldene Farbe und wir nehmen sie heraus. Dann jedes Stück braten. Fertig. Wir stecken die Stäbchen hinein und legen die Fisch-Hotdogs nach Geschmack aus. Bekleckern wir sie mit Ketchup. Und Senf. Dieses Gericht ist komplett fertig. Lasst uns probieren, herausfinden, welche Füllung am leckersten ist. Also mit Wurst. Lecker. Aber ein bisschen seltsam. Mit Käse passt die Schale aus rohem Hackfleisch viel besser. Und die Krabbenstäbchen erweisen sich als die leckerste Füllung. Das nächste Gericht stammt von den Straßen Thailands und heißt Rainbow Balls in Coconut Milk. Mehrfarbiges thailändisches Gemüse wird in einem Wasserbad gegeben. Sie werden gedämpft, dann werden Stärke und Puderzucker hinzugefügt. Das alles wird geknetet und der Teig entsteht. Dann werden daraus Kugeln geformt und in kochendem Wasser gekocht. Die Kokosmilch erhitzen. Zucker wird hinzugefügt. Sowie Wasser aus der Kokosnuss. Danach werden der Kokosmischung mehrfarbige gekochte Kugeln hinzugefügt. All dies wird darin gekocht und in einer Kokosnuss serviert. Interessanter Nachtisch. Wiederholen wir es. Wir brauchen einen Dampfkessel. Wir füllen ihn mit Wasser. Wir setzen die 2. Stufe ein und schmieren Öl hinein. Das erste ungewöhnliche Gemüse, das wir kochen werden, ist eine lila Kartoffel. In einen Dampfgarer geben. Die 2. ist eine Süßkartoffel. Tara-Wurzel, wir schneiden in Stücke. Es hat sehr schleimiges Fleisch, auch in den Dampfgarer. Und das letzte ist Kürbis. Wir reißen den Schwanz ab und in 2 Hälften. Wir kratzen alle Samen von innen heraus. Wir schneiden in kleinere Stücke. Das Dampfbad ist vorbereitet. Mit einem Deckel abdecken und auf den Herd stellen. Das Gemüse wurde für ein paar Stunden gekocht. Beginnen wir mit der Herstellung von lila Kartoffelteig. Wir schälen, in eine Schüssel umfüllen und mit einem Stampfer zerdrücken. Diese Kartoffeln sind sehr trocken. Kokosmehl, Puderzucker und Stärke dazugeben. Kneten und der erste Teig ist fertig. Jetzt Süßkartoffeln. Es ist viel einfacher, sie zu schälen. Auch in eine Schüssel geben. Und zu Püree verarbeiten. Kokosmehl, Puderzucker und Stärke und den Orangenteig kneten. Fertig. Die Tora-Wurzel. Mit einem Messer die Schale abschneiden. Und das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben. Um rosa Farbe zu bekommen, brauchen wir eine Dragonfruit. Schneiden wir alle grünen Sprossen von dieser Frucht ab. Wir schneiden sie in 4 Teile und entfernen die Schale. Schneiden wir sie in kleinere Stücke. In einen Mörser geben und direkt zu Püree zermahlen. Wir geben dieses Püree in eine Schüssel, zerdrücken die Taro-Wurzel und bekommen so eine rosa Masse. Wieder Kokosmehl, Puderzucker und Stärke hinzugeben. Nun lasst es uns mischen. Wir wiederholen dasselbe mit dem Kürbis. Fertig. 4 Farben Gemüseteig sind fertig. Wir reißen ein Stück ab und rollen einen Ball zwischen den Handflächen. Wir haben es auf die Tafel gelegt. Damit füllten wir 2 große Tafeln. Wir lassen all diese Bälle in kochendes Wasser fallen.
und wir kochen 10 Minuten lang. Nehmen wir diese trinkbare Kokosnuss. Wir schneiden sie an den Seiten. Das Wasser in einen Topf abgießen. Und wir öffnen den Deckel. Gießen wir Kokosmilch in einen Topf. Fügen ziemlich viel Zucker hinzu und stellen sie auf den Herd. Den Zucker schmelzen und die Milch aufkochen. Die fertigen Regenbogenkugeln in Kokosmilch geben. Kochen wir buchstäblich 5 Minuten lang. Dieses Gericht ist fertig. Wie in Thailand servieren wir alles in einer Kokosnuss. Es sieht sehr schön aus. Lasst sie uns probieren. Cooles Zeug. Das ist so eine süße Kokosmischung im Mund und du beißt in süße Kugeln unterschiedlichen Geschmacks. Die letzte Art von Straßenessen, die wir haben, stammt aus der Türkei. Brötchen werden auf dem Grill gebraten, ebenso Brühwurst in viel Öl. Von innen werden die Brötchen mit Mayonnaise und Ketchup übergossen. Sie haben auch Bratwurst, Pepperoni, das coolste ist geschmolzener Käse. Wiederholen wir diese ungewöhnlichen Hotdog. Natürlich brauchen wir die Wurst selbst. Schneiden wir sie dünn. Es kann sein, dass es nicht ganz gerade ist. Und noch ein bisschen schneiden. Wir schneiden auch den Suluguni-Käse in solche Scheiben. Und zu guter Letzt Hotdog-Brötchen. Einfach in der Mitte durchschneiden. Und wir legen sie auf den Elektrogrill. Ein Stück Butter abschneiden und in die zweite Hälfte des heißen Grills geben. Wir schmelzen sie vollständig. Legen wir die Wurst aus. Sie muss gut gebraten werden. Dann wird ihr Geschmack viel stärker sein. Die Brötchen sind schon getoastet. Betröpfeln wir sie mit Ketchup. Und Mayonnaise. Auch Bratwurst. Auf dem Grill liegen 4 Käsestücke. Lassen wir alles vollständig schmelzen. Dann auf die Wurst geben. Und Pepperoni. Fertig. Diese ungewöhnlichen Hotdogs sind fertig. Lasst sie uns versuchen. Dieses Ding ist schmackhafter als die meisten Hotdogs. Hier gibt es viele Toppings. Das Gericht ist einfach, aber sehr lecker. Das könnt ihr ganz einfach in einer Pfanne zubereiten. Schreibt euer Lieblings-Streetfood in die Kommentare. Liked und abonniert auch den Kanal und klickt auf die Playlist. Das ist alles für heute. Bis bald, Freunde.